Massive Games. Until Dawn. Dawn heißt halt nicht Dawn. Dawn of the Dead. Mikro funktioniert, Alter. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Titel. Ja, Resident Evil haben wir durch und jetzt spielen wir Until Dawn. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich darf lesen, deswegen habe ich direkt meine Lesebrille draufgepackt. Wir haben uns direkt geeinigt, die Frau darf lesen. Der Mann steuert. Wir haben es noch gar nicht richtig abgesprochen, aber das ist in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall noch meine Plüschdecke hier, weil Horrorspiel, ich und Horrorspiel, das wird auf jeden Fall sehr lustig. Also es soll ja sehr spannend sein. Ich kenne es ja zum Glück schon. Ich flüchtig, ich habe damals ein Let's Play gesehen, ich will ehrlich sein. Ich auch. Und wir starten mal direkt eine neue Geschichte, würde ich sagen. Naja. Wenn du eine neue Geschichte beginnst, wird eine aktuelle Fortschritt und Zugang zu einem Episodenmenü, falls freigeschaltet, überschrieben. Ja. Außerdem werden die... Oh. Der Schmetterlingseffekt. Flügel schlagen an den winzigen Schmetterlings. Heute kann ich einige Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Was? Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlung. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Okay, das wird gut, das Spiel. Quatsch mir nicht rein, wenn ich dramatisch wirken will. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlung mit Bedacht. Wir wären jetzt hier. Josh. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Ja. Ich würde mal sagen, wie würden wir das beschreiben? Als Teenie-Horror. Ach, da gucke ich mal links. Da gucke ich mal nach rechts. Mein Schuh ist offen. Das ist Fliege. Das ist Fliege. Ich folge der Fliege. Ja, wir versuchen das immer. Wir versuchen das immer etwas lustig darzustellen. Mal gucken. Wir versuchen zumindest. Da, die Steuerung ist ein bisschen knifflig. So, mal gucken. R2. R2. Um es umzudrehen. Hanna, du bist... Du siehst in deinem Shirt so heiß aus. Darf ich jetzt mal vorlesen? Ja, okay. So. Hanna, du siehst in deinem Shirt so heiß aus.
Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mein XXX. Was habt ihr wohl vor? Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Auf jeden Fall weiß ich auch, dass wir, also der Spielverlauf laut unseren Entscheidungen immer ein anderes Ende findet. Und das habe ich ja vorhin vorgelesen. Ja, und je nach Entscheidung gutes oder böses Ende. Ich meine, wir können überleben oder auch sterben. Ja, wir nehmen mal. Wir schaffen es sogar Hälfte-Hälfte zu machen. Ein paar sterben, ein paar leben. Ja, der hat sich wohl gut. Oder alle überleben. Ja, also unser. Der scheint sich gut zugebechert zu haben. Shit, Josh. Josh und ich glaube, da hinten sitzt der Joshua. Alle übertroffen. Nee, das ist Josh. Der hat sich zugebechert. Oh. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Ah, ja. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh nein, was Mädchen. So, was können wir machen? Josh wecken, andere suchen. Aber wir wecken mal den Bruder. Würde ich mal sagen. Josh. Obwohl, der ist ja ein Delirium. Josh! Fuck. Hm. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Bestimmt mal Streich. Ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Ja, total. Okay. Oh, shit. Okay. Das war der Joystick. sicher. Sicher. Was haben wir da? Fußspuren folgen, Geräuschen folgen. Wir folgen mal lieber den Fußspuren. Die Geräusche können ja von sonst was kommen. Ich glaube, die Geräusche kommen eher von Ram. Oh. Das hat man letztes Mal gemacht. Ja, wir haben das Spiel schon mal angezockt. Aber. Um nur die Mechanik rauszugewinnen, wir haben das nicht komplett durchgespielt oder sonst was, aber. Mal angespielt. Er wollte auch nicht aufhören zu spielen. Ja, das macht süchtig, das ist das Problem. Das Touchpad und wie das macht. Also die, von der Mechanik finde ich das Spiel einfach super. Hannah! Ich finde von der Katze nur dubsch. Also ich finde, das ist ja wie ein interaktiver Horrorfilm. Ist es ja mehr oder weniger. Ja, so ein Teenie-Horror. Also ich nach Resident Evil finde ich das nochmal eine gelungene Abwechslung. Ui. Nirschku. Also da war die Mega-Kuh. Dann kann ich ein bisschen schneller laufen, glaube ich. Hallo? Hallo? Die Milka-Kuh ist lila. Da liegt was. Ach, was haben wir denn? Nein. Doch nicht. Ein Totem. Es hätte ein Schuh was sein können. Was haben wir hier? Todestotem. Wow. Moment, wie kann ich jetzt hier... Ah ja. Gucken wir uns nochmal an.
Also wir sehen den Tod unserer Schwester und mein Tod. Okay. Mhm. Sehr interessant. Gehen wir erstmal weiter. Also die Kameraführung ist auch irgendwie leicht irreführend. Ah. Ich versuche jetzt übrigens auch mit Headset dann zu nehmen. Ei. Oh. Ein Drache wird es ja wohl nicht gewesen sein. Das kann ich in dem Moment hätte ich ein Mikrofon runter. Ach, da haben wir sie gefunden. Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Lauf, Schatten! Lauf! Jetzt kommt ein paar Schmiede raus. Garantiert. Oder? Spaß. Das haben wir schon. Ja, dürfte. Und da geht's tief runter. Lassen, loslassen. Ich lasse nicht meine Schwester fallen. Ich lasse lieber los. Ich lasse nicht meine Schwester fallen. Weil dafür seid ihr beide. Ja, aber dafür erfüllt sich die Prophezeiung des Totems. Das heißt ja nicht, dass du die erfüllen musst. Wie gesagt, ich habe mir zwar das Let's Plays Ewigkeiten her, aber... Oh. Der Psychoanalytiker. Dr. AJ. Ja. Mal gucken, was er so melden hat. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese... Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Komm nicht so nah, Junge. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Danke. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Okay. Ich schau's mir mal an. Oh. Van Gogh? Kinder des Zorns? Siehst du das da unten ganz links? Sieht aus wie Wassertropfen. Nein, sieht aus wie Katzenaugen oder so. So ganz gelb. Ja. Aber wenn ich so das Bild betrachte und ganz ehrlich, ich bin ein Stephen King-Fan nebenbei gemerkt. Also ich liebe Horrorfilme, abgöttisch auch. Und das Bild erinnert mich eher an Kinder des Zorns. Was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Und da ich noch sehr jung war, wo ich den gesehen habe, macht es mich eher nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut.
Und was daran macht dich denn nervös? Die Katze in den Augen, ganz unten rechts, links. Die Vogelscheuche, ich weiß nicht. Ja, also die Vogelscheuche, ja, obwohl nachts so eine Vogelscheuche begegnen, mal eben so, wenn man mal sich umdreht, auf einmal steht so ein Ding hinter einem. Mich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn du es gar nicht siehst, warum macht es dich dann nervös? Ich meine, ist irgendetwas in dem Haus? Er fragt gerade eben, ob irgendwas im Haus ist. Oder warum ist sich dann überhaupt nervös? Macht das manchmal keinen Grund, wenn er es nicht weiß, was es ist. Ja, deswegen. Ich bin gerade. Vielleicht solltest du lieber das Headset aufhast. Wie gesagt, das ist ein bisschen unpraktisch, dass du das Headset auffasst. Ja, ja. So, schon besser. Ja, wie gesagt, ich versuche die Fragen immer ehrlich zu beantworten. Das nächste, ich glaube, im nächsten Schnitt oder so machen wir Untertitel an. Falls das geht. Ja. Es ist nicht im Haus. Jetzt reißt die Fokus noch wirklich jetzt. Also, wenn es nicht in dem Haus ist, wo glaubst du dann ist es? Vielleicht im Feld. Ihn würde ich eher sagen. Ah, verstehe. Und ist diese Gefahr menschlich oder gibt's noch eine andere Angst, über die du gerne mit mir reden möchtest? Es ist menschlich. Du glaubst, da ist eine Person auf dem Feld, die eine Gefahr für dich ist? Es ist menschlich, sie ist in die Vogelscheuche. Naja, wie gesagt, die würde mich nicht nervös machen. Weiter in der nächsten Sitzung, ich fürchte. Unsere Zeit ist um. Teilweise habe ich immer das Gefühl, der will mir einen Kuss geben. Ja, so wie ihr Leben spitzt und so nah kommt. Versuchen wir jetzt mal irgendwie. Jetzt kommt erstmal das Intro. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Penny Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillinge. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington.
Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Bis zum Morgen. Sam. Hannas beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig und gewissenhaft. Abenteuerlustig, so. Sam, Weg zur Seilbahnstation, 21:02 Uhr. So, aber da ich ja nur in der Regel 20 Minuten Parts mache, werde ich hier mal einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch genauso gespannt, wie es weitergeht, wie ich. Ja, ich glaube, das ist nur der Anfang, war ja nur ein Intro gewesen. Ja, aber trotzdem bin ich gespannt, wie es weitergeht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.